tun und machen. Was ist der Unterschied? Hallo, mein Name ist Diliana von germanskills.com und ich möchte dir in diesem Video ein paar Beispiele geben, damit du diese zwei Verben machen und tun nicht mehr verwechselst. Okay? Also, ein Fehler, den viele Deutschlerner machen, ist, sie fühlen sich oft unsicher, in welchem Fall sollen sie welches Verb benutzen. Und das Problem ist, es ist sehr schwierig zu entscheiden, denn es gibt keine Regel. Es gibt Phrasen, die man mit machen benutzt und Phrasen, die man mit tun benutzt. Also merke dir am besten das Ganze zusammen. Also mit welchem Wort benutzen wir machen und mit welchem Wort benutzen wir tun. Ich gebe dir ein paar oft benutzte Beispiele. Und wir fangen an mit dem Verb machen. Das ist das Verb, was du viel öfters benutzen wirst. Machen benutzen wir oft, wenn es darum geht, etwas anzufertigen. Also etwas fertig zu machen oder etwas zu produzieren. Zum Beispiel könntest du auf der Straße jemanden fragen, Entschuldigung, können Sie ein Foto von uns machen? Entschuldigung, können Sie bitte ein Foto von uns machen? Oder was machen Sie beruflich? Was machen Sie von Beruf? Diese zwei Sätze kannst du mit machen benutzen. Oder eine andere Möglichkeit ist, wenn es darum geht, dass etwas verursacht wird oder etwas bewirkt wird. Zum Beispiel, was ist der Grund für etwas? Das ist jetzt die Definition, aber viel einfacher ist es, wenn du dir einfach die Sätze merkst. Das macht 3 Euro. Oder das macht nichts. Kein Problem. Oder das macht mich müde. Das macht mich hungrig. Das macht mir Freude. Das benutzen wir mit machen. Dann haben wir das Verb tun. Und tun benutzen wir, wenn es darum geht, etwas zu erledigen. Etwas für mich zu tun. Zum Beispiel, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir einen Gefallen tun und mir einen Kaffee holen? Oder in Phrasen wie zum Beispiel, es tut mir leid, mein Kopf tut weh, aua, mein Kopf tut weh. Oder das hat nichts damit zu tun. Oder ich möchte etwas Gutes tun. Ich möchte etwas Gutes tun und dir den Unterschied beibringen zwischen machen und tun. Okay, ich hoffe, dass jetzt der Unterschied klarer geworden ist und dass du diese Ausdrücke zusammen lernst, sodass du weißt, das Verb benutzt man dann zusammen mit diesem Wort in einer Phrase. Okay, und jetzt kommt die Frage an dich. Welches Verb fehlt? Machen oder tun? Hier ist die Frage. Kannst du mir einen Gefallen? Und diesen Fehler nicht mehr? Welche Verben fehlen? Also welches Verb passt in welche Lücke? Kannst du mir unten in den Kommentaren schreiben und dann schauen wir, ob du den Unterschied gelernt hast. Und wenn du gerne über mehr solche Fehler wissen möchtest und aus deinen Fehlern lernen möchtest, dann kannst du gerne einfach auf meiner Webseite schauen, www.germanskills.com, und dort findest du mein E-Book und ganz viele Übungen zu den typischen Fehlern, die Deutschlerner machen. Also, ich freue mich, dich bald wieder zu sehen und wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen.